So und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Beim letzten Mal waren wir ganz schön bis hierher gekommen, haben ein bisschen trainiert und jetzt gehen wir hier ein bisschen in der Gasse um. Hier sind auch noch ein paar, die wir uns auch noch. Boah, guck dir den an, Digga. Das sieht aus wie so ein Zubat, Digga. Was ist das, Alter? Galactica? Was ein Ratte, Digga. Junge, was ist das, Alter? Gib dir den Ogre, Alter. Und toll, weil ich weg bin, hat er mich jetzt hier eingeschickt. Aber ist nicht so schlimm. Wir müssen Ron auch trainieren. Dann können wir gleich Ron mit trainieren. So. Vielleicht zweiten gekriegt? Nee, unmöglich. Aber Harry. Sorry. Digga, Harry haut ihn mit einem Klatscher weg. Seht ihr das? Das ist Gringotts Bank. Und hier können wir uns gratis aufpeppeln. Und hier im Eck sollten gleich nicht spawnen. Also, wir müssen die spawnen. So. Fünf Erfahrungspunkte ist doch ein Witz, Digga. Ich brauch mindestens 100. Pro Kampf. Na komm, Digga, wie lange brauchen wir zum Spawn, Digga? Ich hab's ja meine Oma schon schneller, Alter. Okay. Vielleicht bumsen, ne? Gleich die Bumsen denn im Ersten. Schau mal, lass uns den. Schau mal, was kann ich hier machen. Dann kippt ihr den an, Digga, sehr gut gefragt. Okay. Ja. Ich will das Alien besiegt. Okay, Ron hat ein Level gekriegt. Warte mal. 585. Da auch. Also. Okay, man. Was ist das, was mich halt ein bisschen stört? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen das, was mich stört, so ein bisschen. Ja, der Gefühl so hochgegeben ist geil. Dass ich nicht genau sehen kann. Unmöglich. Dass ich nicht genau sehen kann. Wie viel der noch braucht, wisst ihr? Guter Junge, ja, ich bin ganz guter Junge, ich brauche Schulsachen. Nee, ich bin schon wieder müde, Alter. Unglaublich. Gestern auch, Alter, ich bin gestern so viel schlafen gegangen, Digga. Aber so dermaßen früh. Warte mal. Soll ich gleich mal hier nachfrischen, danke. So, na komm schon. Warum brauchen die so lange zum Spawnen, Mann? Thank you.
Der Erfahrungspunkt ist ein Scheißwitz. Können wir gegen Gringotts Bank, Digga. Und trainieren hier. Also ich weiß, dass ich das Trier rauskriege. Also ich weiß, dass ich das Trier rausbekomme. Ich glaube noch ein Part, ich glaube der und der nächste vielleicht. Und dann ist schon vorbei. Die haben mir Run gegeben. Und jedes Mal krieg ich einen Aufschlag dran. Ein Witz, Digga. Nee, man kann verkaufen. Eigentlich kann ich immer hier Vollgas. Auch so, ab hier, warte. So, ab hier und dann fahr ich jetzt nach oben. Ja, warum frisst er nicht? Ah, jetzt frisst er den Schaden. Okay. Natürlich falsch. Katzenminze, let's go! Aber man merkt, wie schnell das ist, der. Ich bin innerhalb von einer Sekunde unten, okay? Und das, was auf normalerweise dauert, ist etwa 15 Sekunden. So, das waren jetzt 3 Sekunden. Das waren jetzt etwa 5. Und jetzt halt noch diese Ladezeit. Ja, gute 15 Sekunden. Und dann dauert es noch, bis einer spawnt. Ja, gute 15 Sekunden. Wie schnell bin ich unten, Digga? Ich war in einer halben Sekunde unten. Wow. 27 Erfahrungspunkte. Da brauchen wir zwar, dass eigentlich nichts ist. Gegenstände und Zaubertränke. Was ist denn das? Okay. Ich würde ganz gern einmal mit nur mit Run spielen, wisst ihr? Aber das kann ich nicht einstellen. Cool, was ist das für eine Kombi? Ich will verschwinden.
innerhalb von 2 Sekunden hier, nicht mal eine Sekunde vielleicht. Es geht so fix so. Ja man, der kann für Benno. Na also, das war was kann der ja. Aber machst du noch nicht mal das eine, weil das andere kann trotzdem das andere. Warte mal. Wieso kann ich das nicht nachsehen? Da! Deine Spielkarte. Ah, warte. Tripelius. Den Trippel findest du deine bisherigen Seiten. Kann ich mir nicht erinnern, okay. Magische Duelle. Harry, Ron und Hermine können gegen Monster magische Duelle austragen. Um Erfahrung zu sammeln und dicke Gegenstände zu gewinnen und eine magische Duelle zu karten. Zu starten. Ich geh einfach über einen davon. In magischen Duellen stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung. Du kannst Zaubersprüche ansehen, den Zauber verwendet, klickst und den Icon brichst. Einmal ausgewählt wegen den Spike-Cursor mit dem Spike-Kurz bei einem Monster, der Gruppenmitglied und drücke Icon. Besitzer die Karten kommen, die kannst du verwenden, blablabla. Okay, kannst du Zaubertränke oder andere gehen, okay. Hast du vom Moos auf einem Monster verwandt, kannst du deinen Polyputor Informationen über seine Stärke und Schwächen darstellen. Nachdem der Herr Polyput in einem seiner Abenteuer gefunden hat, kannst du es verwenden, indem du das verliebst. Willst du nicht mit anderen Monster kämpfen, kannst du einen neuen Duell entgehen, das fliehen Icon Wales und A-Knopf drückst. Deine Magie- und Kraftpunkte-Empfehlungen werden unten rechts neben einem Bild angezeigt. Sinken deine KP auf 0, kannst du nur noch hinrühren. Wenn KP auf 0, hast du deinen Kampf verloren. Aber warum steht da nicht mehr? Wisst ihr, was ich meine? Wann bekommt er wann und wann steigt er wie und... Das wäre viel interessanter. Das heißt, ich meine, das ist ja viel interessanter. Hat mir da auch nicht gefallen. So, wir sind noch 4 Minuten in dem Part. Schatzmünze, hippie! Nee. Also entweder ich krieg die Windows-Dinger mit Level Jump.
dann werden sie freigeschalten. Was ich aber nicht glaube. Ob der mal 0 kassiert hat. Warum kriegt er kein Trigger? Was ist das denn gemeint? Auch nicht. Ist das schon lange gestiegen und irgendwie? Nee. Scheiß Null, Digga. Auch nicht. Verstehe ich nicht, warum kriege ich die nicht? Kennt ihr den Film Nightmare? Also übersetzt halt Abträume. Ich hab den, den heute gesehen, gestern. Also quasi den ersten Teil. Den habe ich zu Ende geguckt und den zweiten habe ich ein bisschen angefangen heute. Und seitdem habe ich dieses 1, 2, Freddy kommt vorbei. Dann habe ich das dann auch mehr davon. Aber ich würde noch ganz gern eine bis 8 die auswendig wissen, um zu sehen. Wollte ich schon mal. Ja. Aber der sieht schon gruselig aus, muss man schon sagen. Das ist voll die Kugel. Okay, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, ciao!